Dann fangen wir auch schon an mit dem Oh. zweiten Teil der Reaktion auf das Video von Stella, wo sie gegen mich, Imp und Sinan ziemlich heftig geschossen hat. Ich habe mir heute einen Kollegen dazu geholt, mit dem ich zusammen darauf reagieren werde. Sei gegrüßt, Skatbana. Hallo. So, ich würde sagen, wir fangen auch gleich an einer Stelle, wo sie über die Honigwabe und ich glaube auch über mich redet. Ich habe das Video nur einmal gesehen, deswegen weiß ich es nicht mehr so ganz genau. Aber naja, ich würde sagen, starten wir einfach mal obwohl, ich habe schon mal gesehen, also ich starte da definitiv nicht unvoreingenommen rein. Hier geht es in dem Video darum, mich, Imp und Sinan zu diskreditieren, indem sie uns ja in die rechtsextreme Ecke zu rücken versucht. Also sie versucht und uns versucht sie dann abzunötigen, dass wir uns von denen distanzieren sollen. Also dieses elendige Distanzierungsgehabe, gegen das wir drei ja die ganze Zeit eigentlich ankämpfen. Müssen wir es einmal kurz einordnen, alle über dasselbe sprechen. Neben dem Podcast-Format vom Burkaflauscher, wir nennen das Ganze mal HW, gibt es noch andere Kanäle, die aus dem ähnlichen Burkaflauscher ist Schlomo Finkelstein und Havi ist die Honigwabe. Sumpf kommen, und das können wir einfach mal HW Light nennen. Die Leute, die dort zu Wort kommen, sind ein bisschen weichgespülter, gleichsam aber auch Mainstream-fähiger. Einige Leute, die dort zu Wort kommen, bezeichnen sich als unpolitisch, andere als rechts und manche sogar als links. Und was immer wieder auffällt, die Zuschauerschaft von der HW und der HW Light sind mehr oder minder identisch. Was auch auffällt ist, der echte Name von dieser speziellen HW Light ist eine Dog Whistle, eine Anspielung auf die echte HW. Auch werden immer wieder Leute aus der originalen HW zum Talk in die... Frag mich mal, wen sie mit HW Light meint. Also HW ist Honigfarbe. Ja, aber ich verstehe nicht, warum sie überall Dog Whistles hört. Das ist der Wahnsinn. Ja, dazu werden wir gleich noch kommen, was er dazu damit genau meint. Da wird sie einige ziemlich absurde Dinge erzählen noch. Aber die Honigwabe ist ein bekanntes Talkformat der rechtsradikalen Szene. Ich würde sagen, es ist AfD-Vorfeld. Da braucht man jetzt Mittelpunkt der Online-Neonazi-Szene. Ja, AfD, alles Neonazis, das ist vollkommen absurd. Verteilt Propaganda, Fake News, Verschwörungstheorien. Wer es nicht weiß, Verschwörungstheorie ist so ein pauschaler Diffamierungsbegriff, der von der CIA popularisiert wurde, um Kritik an der Untersuchung des Kennedy-Attentates zu diskreditieren. Koordinierungsstelle für gezielte Online-Angriffe, müsste sie belegen. Offen Ausländer, LGBTQ, Frauen, Freiheits-, menschenfeindlich. Sie stellt sich als aktivistische Bild vor. Okay, kennst du die Honigwabe? Noch nie Berührungspunkte mit ihr gehabt. Ach so, dann kannst Ich du mir das ja glaube, ich nicht habe mir bewerten. mal, ich glaube, ich habe mir mal irgendwas mal versucht anzuhören, aber das war halt, wie soll ich es sagen, das war halt sehr langatmig, also es wurde sehr viel geredet, ohne konkret zu werden. Und ich denke mir, so eine halbe Stunde nichtssagende CO2-Ausstoß kann ich mir auch woanders geben. Also bisher nicht, keine wirklichen Berührungspunkte gehabt. Ja, ist halt ein Podcast-Format aus dem AfD-Vorfeld. Also, wenn man jetzt nicht diese. Wer gehört denn da alles rein? Kennt man da ein paar Namen? Schlummo und Kasper. Ja, nie was von denen gehört. Ja, wie gesagt, AfD-Vorfeld braucht man sich auch nicht mit beschäftigen. Aber sie tut hier so, als wäre das irgendwie so. Zum Treffpunkt für Neonazis, wo sich irgendwelche Glatzentypen treffen und besprechen, wo sie demnächst irgendwelche Transmenschen zusammenschlagen können. Also so klingt das hier in der Beschreibung. Ist ein bisschen absurd. Ist einfach nur ein ganz normales Podcast-Format aus dem AfD-Vorfeld. Und jetzt die Honigwabe Light. Zuschauerschaft rechtsoffen, rechtsradikal, Querfrontler. Also damit sind wir BSWler gemeint. Littergruppe der Honigwabe mit weicherer Sprache behandelt rechtsradikale Inhalte im scheinbar offenen Diskurs. Sprachrohr der Honigwabe mit gemäßigtem Einschlag. Moderate Alternative für rechtsoffene Zuschauer gibt sich diskussionsoffen bei erkennbar rechter Gesinnung. Mutmaßlicher Aktivismus, Mainstream-Fähigkeit schaffen. Hä? Also wen meint sie jetzt mit HW Light? Ja, ich denke, alle, die sich nicht zur Honigwabe und den Rechten bekennen,
Die aber trotzdem nicht davor zurückschrecken, mit anderen Leuten zu sprechen, ja. Die nichts sagen, ja, mit der ist zu verbrannt, mit dem braucht man nicht reden. Ich denke, da kommen wir gut hin mit der Beschreibung. Jo, aber dann, rechtsoffen, rechtsradikal, Querfrontler, das ist alles so. Es sind Diffamierungsbegriffe. Ich frage mich, wen sie hier überhaupt meinen könnte mit der HW Light. Also meint sie da jetzt uns oder meint sie irgendwelche anderen rechten Formate wie Real Talk ist das beispielsweise? Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die sind ja jetzt gar nicht mehr rechts. Also jetzt zwischen den Welten müsste sie eigentlich meinen. Das ist ja, oder meint sie sowas wie die Salzmine? Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Da waren die Bleilos dabei. Nee. Sagt mir gar nichts. Sehr interessant. Ich bin da gar nicht drin. Ich bin da gar nicht so bei den Rechten im Thema. Ich weiß nicht, wenn ich dummes Zeug höre, schalte ich weg. Salzmine ist nicht rechts. Da waren die Bleilos, wie gesagt, dabei. Die sind links. Ach so, okay. Das war so ein Diskussionsformat. Die hatten, ich weiß nicht, ob so Mr. Wissen to Go wirklich eine Salzmine dazu Gast hat. Na, ich glaube, der war da auch mal. Der hat auf jeden Fall mit Schlomo diskutiert. Also das war ein Diskussionsformat, wo sie zum Teil wirklich hochkarätige Gäste hatten. Oh, cool. Die hatten da sogar Martin Selder auch zu Gast. Also die haben sich da einiges getraut. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Ich habe das auch nur so im Nachhinein mitbekommen, was da passiert ist. Ich finde es schade, dass es das Format nicht mehr gibt. Sind die weggecancelt worden oder was war da los? Nee, die Bleilos hatten irgendwann keine Lust mehr, wie es aussah. Na ja, gut, dann ist es ja eine interne Entscheidung. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Okay. Geladen. Kurzum, wir haben es hier mit einem braunen Circle Jerk zu tun, bei dem auch der Agitator Hand anlegt. Und der Agitator, wir erinnern uns, der hat solche Probleme hier. Die Walkisten haben mit 73% gegen die Rechten gewonnen. Die Walkisten sind gefährlicher und dem würde ich zu 100% zustimmen. Erstmal natürlich dieses. Es war eine Abstimmung. Wer ist. Sie hat Schattenmacher, Schlobo und Götz Kubitschek. Du siehst ja, das ja gerade im mehr? Bildschirm. Was? Ich habe dich jetzt eine Zeit nicht gehört. Du siehst das doch gerade im Bildschirm. Dass sie hier die Schrift vernobt hat. Also da so ein Sticker drauf geklatscht hat. Ja, klar. Was soll sowas? Ja, man darf kein bisschen, nicht mal einen Namen erwähnen, weißt du, keine Reichweite geben. Ja, Schattenmacher, Schlomo, Götz Kubitschek, guckt euch die Leute an und entscheidet selber, was er von denen haltet. Das hat es auch im ersten Teil gemacht, da hat es sogar die Namen ausgepiepst oder Bilder verpixelt, das ist so absurd. Also, wie totalitär muss dein Weltbild sein, dass du nicht mal zulassen willst, dass der Name von wem anderswo zu sehen ist? Also, das ist doch nicht normal. Ich finde auch ihre Ausdrucksweise sehr interessant. Ein brauner Circle Jerk, bei dem du gerne Hand anlegst. Also schon, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, muss das so sein? Ja, diese Leute sind einfach vulgär. Das ist bei fast allen denen so. Also auch Neitern, der beleidigt die ganze Zeit seinen Gesprächspartner, wenn er mit wem diskutiert, fällt ihm die ganze Zeit ins Wort. Das ist völlig normal in der Bubble. Verrückt, ey. Verstehe ich nicht, warum man das so machen muss. Also mir wird es persönlich, wenn ich jetzt nicht innerhalb meines Freundeskreises unterwegs bin, sondern irgendwo im Internet, wo mir dann ein paar Leute zuschauen, würde ich würde mir niemals einfallen lassen, so zu sprechen. Ja, eigentlich also, das auch ist nicht. Wild. Also. Ja, also, na gut. Jeder kann reden, wie er will. Ich meine, wer bin ich, dass ich den Leuten das verbiete? Oder nicht verbiete, sondern verurteile. So, machen wir weiter. Das ist komplett feindselige Verhalten gegenüber. Ja, du kannst übrigens auch weitermachen. Wir sind hier auf Dings, auf Wurst, also, und da kannst du. Also diese Leute verachten uns wirklich. Diese Leute verachten uns wirklich. Sie hassen uns abgrundtief. Mit welcher Selbstverständlichkeit? Lass einfach mal den HW-Zitat nachplappern. Und den Ton dabei 1:1 treffen. Next Level Propaganda-Opfer. Okay. Interessant. Wenn sie uns in die Fresse reiben, dass sie uns hassen und verachten, ist einfach unglaublich. Egal, wie sehr wir die Medienmacher in diesem Land hassen, wir hassen sie noch nicht genug.
Und zweitens haben diese Leute alle institutionelle Macht in ihrer Hand. Sie haben kulturelle Hegemonie. Dieses Lager kann Leute canceln, die Rechten können das nicht. Also es ist wirklich, diese Leute hassen uns abgrundtief. Sie wollen uns aus dem Diskurs ausschließen. Sie sind Feinde der Demokratie. Sie sind Feinde des Rechtsstaats. Sie sind Feinde unseres politischen Lagers. Einige haben sich... Weise, verstehen What die sich prächtig? Fuck? Die finden sich sogar so... Ja, ich habe gerade ein bisschen weiter gespult. Das fand ich ein bisschen albern. Was war das? Was ist das? Wieso schneidet man denn ein Video so? Wieso? Ich weiß warum? Es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, ja, vielleicht, ich muss aufhören, mich zu fragen, was da eigentlich los ist. Ist egal, sorry, mach weiter. Gut, dass Imp auch bei den dümmsten Agitator-Takes den Mund nicht richtig aufbekommen will. Unter anderem dann, wenn es herauszufinden gilt, ob Neonazis tatsächlich Neonazis sind. Da muss schon das uneheliche Kind von Höcke und Sellner herausgegraben werden, damit Imp in die Gegenrede kommt. Wie ich eben schon da nur weil er sagt, dass Massenmord manchmal die effektivste Lösung ist, ihm dann zu unterstellen, dass er manchmal Massenmord okay findet, das ist aber echt gemein. Lass ihr ein Folgegespräch zu zweit nochmal darüber machen. Ich merke, es wird schon langsam ein bisschen spät. Nein, es wäre wahrscheinlich besser, den Schatten einzuladen. Es wäre wahrscheinlich besser, den Schatten. Ich habe eine Frage. Es geht an der Stelle um den Schattenmacher. Der Schattenmacher hat die Äußerung gedroppt. Warte, jetzt muss ich korrekt aus dem Kopf zitieren. Massenmord ist bei manchen Problemstellungen nach rationalen Maßstäben die effektivste sich bietende Lösung. Alter, was? Jetzt denk mal über diesen Satz nach. Ja, ich bin gerade ein bisschen zerrüttet. Also warum sagt man sowas? Impliziert dieser Satz eine moralische Bewertung von Massenmord? Eine moralische Bewertung von Massenmord, ja. Also im Grunde, also auf mich klang der Satz so, ja, man könnte es billigend in Kauf nehmen. Nee, genau das wollte er ihm nicht sagen. Er sagt danach, ja, aber nicht nach den Maßgaben des Herzens. Also er will mit diesem Satz quasi den Widerspruch zwischen Moral und Rationalität aufzeigen. Er sagt hier nicht, ja, man sollte das machen, sondern er sagt nach rational, also nehmen wir mal einen theoretischen Zustand an. Ende des Ersten Weltkrieges, du hast die Reichswehrführung unter deiner Kontrolle und du hast dich gerade mit der SPD verbündet. Du hast jetzt ganz viele Kommunisten, die sich Waffen geschnappt haben und die eine kommunistische Revolution machen wollen. Was würdest du machen, beziehungsweise was hat die historische Reichswehrführung da gemacht? Jung, keine Ahnung. Die Kommunisten umgebracht. Kurzum Massenmord. Massenmord war also Massenmord an Kommunisten, die 1919 versucht haben, die frisch entstandene Weimarer Republik zu stürzen, war die Grundlage für das Entstehen der Weimarer Republik. War nach rationalen Maßstäben also offenbar die effektivste sich bietende Lösung. Aber moralisch war es natürlich nicht. Massenmord ist moralisch natürlich immer zu verurteilen. Aber genau darum geht es eben in dem Satz. Ihm ging es genau darum, aufzuzeigen, dass es eben zwischen Rationalität, dass wenn man sich ein Ziel setzt und alle moralischen Bedenken wegschiebt und nur nach rationalen Maßstäben versucht, dieses Ziel zu erreichen, dass man dann sehr, sehr, ja, dass man sich daraus, dass man aus mit Berufung auf die Wissenschaft, dass man damit keine Moral rechtfertigen kann. Dass man dann selbst Massenmord nicht ausschließen könnte, da es dafür eben Moral braucht. Die Moral, die muss woanders herkommen. Die lässt sich nicht rational herleiten. Das war sein Punkt an der Stelle. So, okay. Habe ich das jetzt gut genug erklärt? Ich habe es an dem Abend, da muss ich mich auch ein bisschen selbst kritisieren, ein bisschen falsch erklärt. Das war aber der Gedankengang, auf den der Schattenmacher da hinaus wollte. Trotzdem recht schockierender Gedanke. Gott sei Dank gibt es Moral. Definitiv. Aber ich meinte nur, der Satz vom Schattenmacher, der ist rein deskriptiv. Der impliziert keine moralische Bewertung. Da wird nicht gesagt, ja, Massenmord sei gut, sondern es wird nur gesagt, wenn du keine Moral hast, ja, und du nur auf Rationalität setzt und dann halt auf die effektivste Lösung setzen willst, wie gesagt, gerade ein Beispiel genannt, wenn eine Revolution bevorstehst und du deine Macht sichern willst, wie kannst du das verhindern? Rein rational betrachtest, wenn du keine moralischen Bedenken hast, indem du alle Revolutionäre standrechtlich erschießen lässt.
ist jetzt moralisch definitiv zu verurteilen, aber wenn du Moral beiseite lässt, und ja, wenn du Moral beiseite lässt, und das ist ja der Kern dieses Gedankens, dann ist das die effektivste sich bietende Lösung. Darum geht es bei diesem Gedanken. Und da muss man versuchen, sich reinzusetzen. Was macht aber ein Gregor? Er versucht da jetzt eine moralische Bewertung hineinzuinterpretieren, die in diesem Gedanken eben nicht enthalten ist. Ja gut, wahrscheinlich. Ich verstehe ja schon, weil ich war ja im Endeffekt auch im ersten Moment geschockt bei dem Satz, ne? So, ich kann es verstehen, dass es auf denen wahrscheinlich genauso wirkt. Also ich verstehe den Gedankengang, definitiv. Jo. Ich habe eine Frage. Also, du wolltest noch was sagen? Entschuldigung, ich bin da gerade absolut. Achso, ja, ich hatte gerade noch mal überlegt, also ich gucke auch noch mal in den Chat, ob die Zuschauer das auch alle verstanden haben. Danke, Seppi, für die Abonnements. Sella ist gerade im Chat. Ja, es war gut erklärt, schreibt gerade einer. Also Chat scheint es verstanden zu haben. Dieser Satz, erklärt hast du es definitiv gut. Der schockiert erstmal und der sollte, glaube ich, auch schockieren. Aber er impliziert eben keine moralische Bewertung. Das ist der ganze Punkt. Und das kann man nur erkennen, wenn man da versucht, rational drauf zu gucken, ohne da gleich das Schlimmste reininterpretieren zu wollen. Ja, also ich denke auch, dass da die Moral vom Rezipienten hineininterpretiert wird. Ja, alles in allem. Manisch oder sagt der Agitator jetzt gerade, der Satz Massenmord ist für manche Problemstellungen in nationalen Maßstäben die effektiv sich anbietende Lösung. Hat er mir gerade gesagt, dass es Bad Faith ist, ihm deswegen zu unterstellen, nur weil er diesen Satz gesagt hat, dass er manchmal den Massenmord okay findet? Ja, das ist Bad Faith. Gregor, ihr habt es gerade gehört, interpretiert eine moralische Bewertung rein, die in dem Satz nicht enthalten ist, wenn man ihn nimmt. Weiß diesen Satz aus dem Kontext, das habe ich dir gerade schon gesagt. Ja, okay, ich glaube, ihr redet halt Argument. Das war kein gutes Argument von mir. Also in dem Abend, das war ein schwacher Auftritt, muss ich selbstkritisch einräumen. Nein, es ist nicht, dass wir aneinander vorbeireden. Selbst im Kontext ist komplett klar, was er meint. Okay. Selbst im Kontext ist klar, dass er... Nein, das muss ich gar nicht. Ich kann sie hier lesen. Oh mein Gott. Ja, also ich glaube manchmal wirklich, dass ich halluziniere. Ich bin tatsächlich, was das angeht, ein bisschen mehr bei Gregor, muss ich sagen. Also wenn einer so solche Sätze raushaut, dann finde ich es auch okay, dass man sagt, ich muss den jetzt nicht zu einem zweistündigen Interview einladen, sondern ich kann mir halt sein Werk angucken und sagen, alles klar, ich mag dich nicht. Ja, es tut mir ich gebe dir recht, dass ich Leute, die solche Videos machen oder solche Aussagen tätigen, absolut nicht sympathisch finde und auch keinen Bock hätte, einen Talk mit denen zu machen. Das scheint Agitator anders zu sehen. Warum er das genauso macht, das könnt ihr ja vielleicht auch diskutieren. Ich finde es unglaublich, dass man darin jetzt nicht irgendwie der Das haben wir übrigens diskutiert und Gregor hat mich am Ende des Gesprächs als Nazi-Verharmloser beschimpft. Tatsächlich? Sicht ist ja okay. Ja. Das Gespräch ist auch noch in meinem Kanal online, kann sich auch jeder ansehen. Da habe ich Gregor gefragt, warum er andere Leute als Faschisten, als Nazis, als Rechtsradikal beschimpft. Und das Gespräch ist dann damit geendet, als ich gesagt habe, du hast keine Belege für deine Behauptungen, hat er mich als Nazi-Verharmloser beschimpft. Nicht schlecht. Okay. Aber wir müssen uns darauf einigen, wer den Play-Button drückt. Ist ein Rechtsextremist, das ist jemand, der kein Problem hat, Menschen, die er nicht mag, die er für minderwertig erachtet, auszulöschen. Ich bin dabei dir, also ich finde das ekelhaft, den Text. Und jemand, der das nicht sieht, der ist blind und taub auf beiden Ohren und Augen natürlich. Ja, wie gesagt, die Rassenideologie, die sehe ich auch, aber die letzte Schlussfolgerung, ja, aber die ist für mich nicht auch. Er beruft sich auf Adorno, meine Güte. Der Schattmacher vertritt tatsächlich einige Thesen, die man sicherlich als rassistisch bezeichnen kann. Aber darauf will ich jetzt nicht ausführlich eingehen, das habe ich ja gesagt. Also reicht diesen brauche ich es ja nicht. Also du kannst ja nicht mal sagen, ich kritisiere schon einiges, was der Schattenmacher sagt, aber du musst ihnen wirklich in jeder ihrer Interpretation zustimmen. Du musst alles, was sie sagen, komplett übernehmen. Ansonsten betrachten sie dich als Feind. Massenmord ist okay. Und bei so einer toxischen Beziehung, da versteht es sich quasi von selbst, dass auch in puncto Selbstbestimmungsgesetz die agitatorische Eichel gebonert wird. Denn wir erinnern uns, dass ich überhaupt erst in dieses Thema reingegangen bin, liegt ja daran, dass diese Fake News über das Selbstbestimmungsgesetz existiert. Und Imp sagt dazu Folgendes. Ist gelogen. Ja, also es geht darum, Deadnaming darf man nicht. Wenn Baba sagt, ich heiße ab jetzt Bubu, ne? Und ich nenne ihn aber weiter Baba, gibt's Ärger, aber wenn ich sage Bubu, so, dann ist auch so, du machst dich darüber lustig, das ist auch gemein. Sowas, das stand tatsächlich im Raum, ne? Das, was man
wenn man irgendwie in der Betonung so ironisch absichtlich sich drüber lustig macht, stand im Raum, ich weiß nicht, ob es im Gesetz auch steht, ob man da direkt Ärger bekommen kann, aber da stand, glaube ich, irgendwie so eine Hintertür drin, von wegen so, ne, du kannst da, wenn du den neuen Namen sagst, aber ihn so betonst, dass du das nicht ernst nimmst und dass du dich drüber lustig machst und so und vielleicht aber irgendwie Wirkgeräusche machst oder so, dass du dann auch Ärger kriegen kannst. Ja, geil, das ist ja wunderbar. Ja. Jetzt ist diese Lüge aus der HW heraus zum Agitator gekommen, dann auf Twitter gelandet. Ist keine Lüge, haben wir, also das, was ich hier auf Twitter geschrieben habe, das stimmt. Könnt euch den Tweet ansehen, könnt euch das angesehen, was das Ministerium schreibt, könnt euch nochmal die genauere Erklärung im ersten Reaktionsvideo von mir und Imp ansehen, darauf gehe ich jetzt nicht nochmal genauer ein. Ist keine Lüge, es stimmt einfach, was ich da auf Twitter geschrieben habe. Im Stream mit Jay Riddle, da habe ich es unscharf formuliert, sehe ich ein. Ich habe halt nicht jede exakte Formulierung eines Gesetzes oder jeden Erläuterungstext eines Ministeriums gleich immer hundertprozentig im Kopf. Aber ja, die sprachliche Unschärfe habe ich in dem Tweet beseitigt, also ja. Riddle weitergereicht, bei Baba outgecallt und Imp hat nichts Besseres zu tun, als sich darüber lustig zu machen und zu sagen, dass es da irgendwo eine Hintertür gäbe. Die Hintertür, über die hier geredet wird, ist, dass es beleidigend ist, wenn Transpersonen massiv angegangen werden und das dann vor Gericht bewiesen werden kann. Tolle Hintertür. Würde man Imp bösartigerweise Trottel nennen, also wenn man das auch mit Gestik und Mimik offenbar feindselig zum Ausdruck bringt, dann wäre das nebenbei auch beleidigend. Und wisst ihr was? Lifehack. Ich muss Leute gar nicht extra als Trottel beleidigen. Weiß ich nicht. Klingt teilweise wie ein Maulkorb. Würde unter die Meinungsfreiheit fallen, auch was sie gerade genannt hat mit Trottel nennen. Also mich würde es sehr wundern, wenn du dafür vor Gericht gezerrt werden könntest. Also Trottel, das ist ja jetzt keine also wirklich nichts konkret Ehrverletzendes, sondern das ist so wie dumm. Und dann musst du dem anderen nur nachweisen, dass er einmal was gesagt hat, was man dumm bezeichnen kann, und schon fällt das nicht mehr unter Beleidigung. Also wenn es stimmt, ist es keine Beleidigung. Okay. Weil es reicht vollkommen. Korrigiert mich, wenn ihr ein Jurastudium seid, das ja gerne im Kommentarbereich. Ich bereite mich schon drauf vor. Immer wenn man was zu Jura sagt, dann gibt es drei Leute, die eine andere Meinung haben, aber die dann jeweils alle eine andere Meinung haben. Also die sich da nicht mehr einig sind, wo man nicht falsch gelegen hat, sondern die alle dann nochmal eine jeweils andere Interpretation haben. Ich denke, das ist so ein Jura-Ding. Ja, ich liebe Jura. Also Juristen schaffen es, in Texte Dinge hineinzuinterpretieren, auf die ich Traum nicht kommen würde. Ja, es geht einfach nur um das Jonglieren mit der Auslage, ne? Aber dieses Video hier ist so aufgebaut, dass ihr jetzt schon wisst, dass Agitator und Imp intensives Petting betreiben. Als ich die Reaktion von Imp... Ey, wieso? 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 Hat sie zu wenig? Wieso? Zum Baba und Agitalk gesehen habe, da war mir das alles noch nicht so bewusst. Und während ich noch auf lustig angelegt einfach mal so gucken wollte, wie sich denn Imp generell bei Trans-Themen positioniert und ich schon überzeugt war, mit ihm in einen Talk gehen zu wollen, ereignete sich das Gespräch zwischen Gregor, Imp und Agitator, das ich gerade schon mal angespielt habe. Gregor hat die beiden so hart gepinnt, dass ich da eigentlich gar nicht mehr rein muss. Im Talk mit Gregor führt Imp die... Gregor ist ja der... Laus Dara ist er ja der aufsteigende Star am Twitch-Firmament. Er ist nicht ganz so blöd und vulgär wie die anderen Walkies, das stimmt. Also er unterstellt einem Sachen mit, ich sag mal so, ein bisschen mehr Finesse, aber er wendet die gleichen Taktiken an. Alles, was er sagt, beruht auf der gleichen Ideologie. Also meiner Meinung nach, ich habe mir jetzt zwei, drei Videos von Gregor angeguckt. Ich finde, der ist eine relativ interessante Person. So wie der Sachen rüberbringt, komme ich mit ein paar seiner Punkte auch richtig gut parat. Du, also, ich auch. Ich hatte zwei gute Gespräche mit dem und dann lästert er plötzlich in anderen Streams über mich und beschimpft mich als Nazi-Verharmloser und will mir hier moralisches, also will in einem anderen Stream, dem von Imp, über mich lästern, hat Imp mich dann dazu geholt. Und nicht, weil ich irgendwas gemacht habe, sondern weil ich irgendwie Kontakt mit Schattenmacher habe und der irgendwas gesagt hat. Also wirklich billigste Kontaktschuld. Und dann vor allem durch Vorwürfe, die nicht mal stimmen. Also er interpretiert dann Aussagen, Dinge rein, die man da nicht reininterpretieren kann, wenn man ehrlich ist. Also das ist dann die ganze Taktik. Also wirklich, er wendet die gleichen Taktiken an. Also wie gesagt, ich dachte auch, das wäre einer, mit dem könnte man gut diskutieren. Ist er leider nicht. Ist er nicht der Ziehsohn von Bartonek? Das weiß ich nicht.
Okay. Diverse Shit-Kampf und die schlechtesten, besten Argumente von Imp, die schauen wir uns jetzt einmal im Schnelldurchlauf an. Zum Beispiel sagt Imp in diesem Video, dass er ja gar nicht die Gruppe sei, die sich vor dem Selbstbestimmungsgesetz fürchten müsse. Das impliziert natürlich, dass der Kampf für Transrechte der Kampf gegen Frauenrechte sei. Und hey, dieses Trans-Thema, ich glaube, wir springen jetzt mal bis zum Ende. Also, okay, das ist jetzt Stay, das ist jetzt immer noch der Teil mit Sinan. Immer noch Sinan. Sinan wollten wir überspringen. Wie gesagt, das wird zu lang. Jetzt haben wir wieder, ich habe mit ihm schon 3 Stunden auf weniger als eine halbe Stunde Video reagiert. Das dauert einfach zu lang. Okay, Colorblind, das können wir auch noch überspringen. Das müsste auch. Achso, ja, das ist gut. Jetzt sind wir beim Fazit angekommen. Das können wir uns, glaube ich, reinziehen. Das ist noch eine Viertelstunde. Oder? Ja, klar. Warum nicht? Was bezweckt sie mit dem Video? Wir haben uns jetzt gerade einen Abschnitt angeschaut, wo es so, noch so halb um mich ging und ja, wo ihre Methoden relativ klar gekommen, also wo klar geworden ist, wie das Video strukturiert ist. Und jetzt schauen wir uns noch an, worum geht es bei dem Video eigentlich. Berechtigung gerecht zu machen. Okay, das war jetzt viel trockene Theorie und wir machen das jetzt einmal wirklich simpel und gehen dafür in die Pädagogik. Das ist ja mein eigentliches Themengebiet. Gehen wir mal davon aus, dass du ein Sportangebot machen willst und dein Lernziel für die Kinder ist furchtbar unterkomplex, einfach Spaß am Sport. Und dafür baust du jetzt den weltbesten Hindernisparcours auf. So Seile, Kletterwände, irgendwas zum Balancieren, alles, was du dir vorstellen kannst. Erwartungsgemäß wirst du jetzt Kinder haben, die das alles schon von alleine können. Und du wirst auch Kinder haben, die es ein bisschen schwieriger haben, aber die es trotzdem noch schaffen. Was du aber auch haben wirst, sind Kinder, die gar nicht erst die ersten Hürden nehmen können. Und wenn es jetzt ganz blöd läuft, dann hast du sogar Kinder dabei, die vielleicht eine Behinderung haben und gar nicht erst aufs Material können. Und dann stellst du dich natürlich auch nicht hin und sagst, ey, aber es hatte doch jeder die gleichen Chancen und die Mehrheit der Leute hatte Spaß. Da kann dein Parcours dann so geil sein, wie er möchte, du hast das Lernziel für einige Kinder verfehlt. Oder noch einfacher, du machst ein Bastelangebot, gibst aber nur Rechtshänderscheren raus. Das System deines Angebotes sorgt dann default schon dafür, dass Linkshänder schlechtere Ergebnisse erzielen. Und Colorblindness zu Ende gedacht, das ist dann so, wenn du mit deinem besten Freund durch die Stadt gehst, so auf lustig angelehnt, und du fragst dich, warum er die Treppe nicht hochkommt. Dass er im Rollstuhl sitzt, darfst du nicht wahrnehmen, weil wir befassen uns ja nicht mit Unterschieden. What? Und vielleicht fragst du dich jetzt Sekunde. Langsam, warum... Was? Also was war jetzt der Punkt? Welche didaktischen Überlegungen hatte sie beim Erstellen dieses Videos? Das war der Punkt. Lassen wir sie doch noch mal ein bisschen weiter ausführen. Vielleicht wird das gleich klarer. Okay. Warum ich in diesem ganzen Video so gut wie keine echten Neonazis fronte? Weil die Leute, die ich hier beschreibe, die sagen ja über sich selbst, dass sie links sind. Also mein Verständnis von links ist ein anderes, aber da möchte ich auch gar nicht drauf hinaus. Doch, das können wir gerne debattieren. Links ist für mehr Gleichheit, rechts ist für mehr Hierarchie, beziehungsweise bewusste Schaffung einer Hierarchie. So kann man es auch umschreiben, dass man sich weniger Hierarchie gar nicht als Ziel setzt. Und ja, ich bin für eine egalitärere Gesellschaft. Ich bin für mehr Gleichheit. Also doch, ich bin links. Das sehe ich genauso. Also, wie soll man es sonst definieren? Also, du setzt dich für irgendwelche Opfergruppen, die irgend so ein Ideologe mal 1900 noch was in irgendeinem Buch geschrieben hat, ein. Und wenn du das nicht machst, dann bist du rechts. Das wäre ja eine bescheuerte Definition. Also, nee, das wäre auch zu leicht. Das wäre auch zu leicht. Ja, nee, es ist ja gerade nicht leicht. Also mehr Gleichheit ist ja eine leichte Definition. Und dann schaut man, ob der sich wirklich für mehr Gleichheit einsetzt. Aber wenn du jetzt irgendwelche Opfergruppen und dann jeden Tag eine andere plötzlich ins Zentrum rückst und dann sagst, also vor 30 Jahren waren es noch die Schwulen, wenn du dich für die eingesetzt hast, dann warst du nach Logik dieser Leute links. Heute sind es dann die Transmenschen, wenn du dich für die einsetzt, dann bist du links. Oder die, keine Ahnung, Migranten, die hierher kommen, dann wenn du dich für die einsetzt, also dass noch mehr hierher kommen, dann bist du links und wenn du das nicht machst, dann bist du rechts. Also immer in identitären Gruppen und immer eine andere Gruppe. Je nachdem, wie es gerade in Kram passt. Das ist ja keine stabile Definition. Das ist ja eine Definition, die jedes Jahr was anderes ausspuckt. Ja, gut, die moralischen Vorstellungen wandeln sich ja auch mit der Zeit. Ne? Das, was vor 100 Jahren war, ist ja nicht heute. Zum Beispiel. Deswegen sage ich ja, mehr Gleichheit. Die Gesellschaft vor 100 Jahren war eine andere. Deswegen hieß mehr Gleichheit mehr damals andere Sachen. Also alleine dadurch, dass man nur diesen Leitwert festlegt und da jetzt keine konkreten Ziele mit verknüpft, sondern das ist ja das Gute in dieser Definition, die vor 100 Jahren genauso anwendbar war wie heute. Hm.
Also das ist, ich blicke immer noch nicht den Vergleich. Also es geht um die Ansicht, wer ist links, wer ist rechts und vergleicht das mit einem Parcours und vergleicht Gesunde mit behinderten Menschen. Also der Vergleich hinkt, ich hänge immer noch fest, ich habe irgendwie Sand im Getriebe, das ist aktuell irgendwie ganz komisch. Oder sie hat sich da aufs Detail davor bezogen, dass, wie gesagt, ich hatte das schon einmal gesehen, aber da hatte ich durchgeskippt, da hatte ich mir tatsächlich nicht alles angeschaut, deswegen weiß ich nicht. Naja, machen wir mal weiter. Ich habe gelernt, dass es sehr, sehr sinnlos ist mit Reden, weil ich kann sie eh nicht ändern. Das wird immer bei derselben Meinung bleiben. Aber was ich versuche, ist auch... Also, rechtsextrem ist für sie jeder, der ein bisschen konservativer ist. Und diese Leute, die sind für sie schon verloren, die werden immer derselben Meinung bleiben. Ja gut, ja, das Ende des gesellschaftlichen Diskurses. Also, ja, definitiv. Also ich glaube, man sollte... Gerade der Austausch mit Menschen bringt ja einen dazu, seine Standpunkte nochmal zu überdenken. Wenn du immer wieder nur dasselbe hörst und immer wieder aus dieselbe Schallplatte hörst, ja, dann programmierst du dich ja in dem Sinne. Kommt mal ein neuer Input und du hast die Möglichkeit, deine Standpunkte nochmal zu hinterfragen. Du hast ja, sag ich mal, heute vor 10 Jahren war ich ein anderer Mensch, als ich heute bin. Ich habe mich in diesen 10 Jahren auch verändert und meine Standpunkte haben sich auch geändert. Jeder hat ja irgendwie dummes Zeug mal irgendwie gedacht, ne? So, wenn du aber nicht die Möglichkeit bietest, mit anderen Leuten zu reden, dann kannst du ja auch niemanden zum neuen Denken anstoßen. Hm. Also das ist irgendwie ganz komisch. Wo will sie denn anfangen? Das ist ja, meiner Meinung nach, ist das so ein festes Denken, was uns einfach komplett voneinander trennt, komplett spaltet. Das ist nicht cool. Definitiv, definitiv. Vor allem, wenn du dich nicht in die Diskussion wagst, könnte es auch einfach sein, dass du keine Argumente hast. Und warum wagt sie sich mit uns in die Diskussion? Stimmt, das lassen wir sie mal erläutern, denn sie will uns nicht mit Argumenten überzeugen. Das wird sie gleich noch erklären. Bei uns fährt sie eine andere Taktik. Darauf war ich im ersten Teil der Reaktion schon eingegangen. Da hieß es dann im Chat, ich würde ihr, also in den Kommentaren auf YouTube dann, ich würde ihr Sachen unterstellen, aber nee, sie sagt es hier ziemlich explizit. Das hatte ich in meiner Reaktion mit ihm schon vorweggenommen. Aufzuzeigen, wo Rechtsextreme ihre Schäfchen rekrutieren. Denn genau in dieser Phase, in dem Prozess der Radikalisierung, da kann noch interveniert werden. Später, wenn diese Leute erstmal im Rabbit Hole sind, da holst du sie eh nicht mehr raus. Aber wir alle können einen Einfluss haben auf die Leute, die noch nicht indoktriniert sind. Und dass sich Leute von heute auf morgen irgendwelche politischen Fanatiker angucken, das passiert nicht einfach so. Der Weg dorthin passiert schleichend und er braucht einen Anknüpfungspunkt. Um zu ergründen, wie dieser Mechanismus funktioniert, müssen wir erstmal einen Status quo etablieren, also einen Normzustand. In meiner Jugend war dieser Zustand geprägt von der bürgerlichen Linken. Das war der Zustand, auf den man sich in der Masse geeinigt hat. Also so ein bisschen unterschwelliger Faschismus war schon okay, aber man verstand sich in der Regel als Sozialdemokrat. So nach dem Motto, wir sind schon ein bisschen für soziale Gerechtigkeit, aber gleichgeschlechtliche Ehe geht schon ein bisschen zu weit, dafür ist in der Ehe tolerierbar. Aber alle Nackerküsse mal beiseite geschoben, man hatte Alter, Angst vor Neonazi. Das sind die Guten, Alter, die dürfen was? Das sagen. Wenn wir das sagen würden, würden sie uns dafür kämpfen. Jan Böhmermann hat es ja auch im Fernsehen gesagt. Alter, die hat sich dazu entschieden, das komplett auszusprechen und im Nachhinein zu piepen. What the fuck? Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, dass wer das Wort ausspricht, aber uns würden sie dafür canceln, sie selber dürfen alles. Also das ist ja mein Punkt. So, what, wenn ich das sagen würde, Junge, dann wäre mein Twitch-Kanal morgen gesperrt. Ich weiß nicht, ob es so schön wäre. Aber, dann gäbe es wahrscheinlich Massenmeldungen, Empörungen auf X oder so, keine Ahnung, also Katastrophe. Ich bräuchte nicht mehr ankommen alles. Mit, dass ich links bin. Die dürfen alles. Okay, gut, alles klar. Propaganda. Der Stachel des Weltkriegs schien noch zu fest zu sein. Schule alles dafür getan, den Kindern zu erklären, dass Nationalsozialismus in den Abgrund führt. Aus diesem Learning heraus entwickelte sich unser Status quo. Also, solange du dich im Mainstream befindest, wirst du keine Anknüpfungspunkte zu rechtsextremer Propaganda finden. Vor dem Internet, da mussten sich die Neonazis, wie die Idioten, die sie sind, mit ihrer Schule...
Die AfD ist nicht rechtsextrem, sie meint mit rechtsextrem jeden ein bisschen konservativeren. Für sie wäre die CDU vor 30 Jahren rechtsextrem. CD vor die Einrichtung stellen und hoffen, dass sie Kinder überzeugt bekommen, ihren Rechtsrock zu wollen. Heute geht das alles ein bisschen einfacher und schneller. Die Faschos haben das Internet extrem gut begriffen und sind nun erstmalig den Linken einen Schritt voraus. Und dass das Internet für Rechtsaußen so perfekt funktioniert, das liegt auch daran, dass du deren dummen Takes sehr einfach in einen 5-Minuten-TikTok verarbeiten kannst und mit Sozialwissenschaften funktioniert das halt einfach nicht. Nein, ihr habt keine Argumente. Du kannst auch linke Takes in 5 Minuten TikTok verarbeiten, wenn du, könntest du, wenn du gute Argumente hättest, die du schnell auf den Punkt bringen könntest. Du hast aber keine Argumente. Du hast Semantik und du hast Moral, moralische Überlegenheit. Also deine Sprache dient nicht der Argumentation, deine Sprache dient des Feind- und Freund-Markierens. Da hat der, Gregors Politik auch im Gespräch mit Dara gesagt, also der hat das so angeführt, dass eine polemische Aussage, eine rechte Aussage in 10 Sekunden getroffen wird, aber diese dann zu entkräftigen, dauert dann 1 Minute und da geht es halt um Redezeit, zum Beispiel im ÖRR, ne? Also ich denke, ich weiß, worauf sie hinaus will. Also das stimmt, ja. Eine Falschbehauptung aufstellen geht relativ leicht oder sehr manipulative Darstellung und das dann zu korrigieren, das ist aber nicht auf rechts bezogen. Also du kannst auch sagen, Russland hat 2008 Georgien angegriffen. Wird ja immer wieder behauptet in allen Mainstream-Medien, ist nur falsch. Georgien hat Südossetien angegriffen, aber ehe du diese Verwicklung erklärt hast, wirkt dir der Moderator das Wort ab. An diese Falschbehauptung, Russland hat also Russland hat Georgien, Syrien, Moldawien, Aserbaidschan, wen auch immer angegriffen. Also das sind dann so Behauptungen, die dann runtergerattert werden. Und ehe du das entkräftigt hast, ehe du gesagt hast, nee, das stimmt alles so nicht, die Konflikte sind viel komplizierter, so viel Zeit hast du in der Talkshow gar nicht. Also da ist schon was dran. So eine Falschbehauptung aufzustellen geht relativ schnell, vor allem wenn du auf verbreitete Vorurteile triffst. Also der Russe ist eh böse, der marschiert eh überall ein, wird schon stimmen. Oder wenn du solche Schlagworte wie Verschwörungstheorie oder so verwendest, also solche Totschlagphrasen, um die gegnerische Position gleich zu diskreditieren. Das stimmt schon, was sie sagt, aber das hat wenig mit rechts oder links zu tun. Ja, das kannst du auf alles im Leben beziehen. Die 80er haben ihren Teil geleistet. Die 80er und 90er waren ein Paradies für progressive Ideen und Lebensentwürfe. Doch irgendwann hatte man einen Peak erreicht, auf dem man sich ausgeruht hat. Das war so in den frühen Nullerjahren und da spielt das Internet als Beginn einer neuen Zeitrechnung eine große Rolle. Dazu habe ich nebenbei auch ein Video gemacht. Das soziale Leben hat sich verdigitalisiert und gleichzeitig fand eine Abkopplung zur Realität statt. Du erlebst deine eigenen Erfahrungen nicht mehr selbst, sondern... Die hat mich verloren, gell? Die hat mich verloren, die Musik macht mich gerade kirre. Ich frage mich auch, was das soll. Ja. Die hat mich gerade. Ich konnte ihr nicht zuhören, weil die Musik läuft, Alter. Ich kann doch leiser einspielen. Ja, was soll denn bei dem Thema diese Dance-Musik? Geil. Also damit hat die mich gerade komplett verloren. Sorry. Dann baust du dir aus Meinungen, News und Videoclips aus dem Internet zusammen. Wie du denkst, was du siehst und wie du die Welt wahrnimmst, die sich hinter deiner Tür abspielt, das hängt von deinem persönlichen Algorithmus ab. Und jeder Faschismus begründet sich stets aus hoffnungslosen Zeiten. Meine Generation hat die Positivität der Boomer in die Wiege gelegt bekommen. Ja, und warum gab's die? Wegen der besseren Wirtschaftspolitik. Warum ist die Lage heute so schlecht, weil seit 40 Jahren die falsche Wirtschaftspolitik gemacht wird? Die Leute wissen nicht, wie sie am Ende des Monats sich was zu fressen leisten können, ja. Und dann müssen sie sich noch um Wirtschaftspolitik Gedanken machen, so weißt du? Das ist ja der Grund. Die Wirtschaftspolitik ist ja so beschissen, deswegen steigen die Einkommen nicht. Ja, und ja, Entschuldigung, ich habe es falsch ausgedrückt. Ja, und dann sind die halt nicht freier, dann haben die halt nicht die Möglichkeiten. Ne? Also, Entschuldigung, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ja, alles gut, aber lass uns mal weitermachen. Die Musik, die lenkt mich aber auch ab. Generationen, die blicken pessimistisch in die Zukunft. Und genau das ist Wasser auf die Mühlen von faschistoiden Systemen. Aber zurück zum Punkt. Die Faschos, die haben das Internet für sich entdeckt. Aber sie haben das Problem, dass sie in einer Echokammer sitzen. Leute, die sich nicht aktiv... An wen erinnert mich das?
aktiv bemühen, sie zu finden, die werden nicht auf die Hand. Stimmt, immer wenn diese Leute über andere reden, egal über wen, dann meinen sie eigentlich sich selbst. Harten Propagandakanäle stoßen. Deshalb bietet es sich für Rechtsaußen an, in den Mainstream zu wollen. Und wie absurd das Ganze ist, stellt man dann fest, wenn man mitbekommt, dass die Online-Faschos nicht bloß Argumentschulungen machen, wie sie am besten ihre Lügen durchkriegen, um die Button derailen zu können. Nee, die halten sogar Strategiegespräche ab, wie sie am besten in den Mainstream kommen. Unter anderem überlegen sie, wie sie in das Shoyoka-Game kommen und ob sie es schaffen, Kuchen auf rechts zu drehen. Denn dass Kuchen mit seinen Fascho-Zuschauern neulich den hier gemacht hat... Fascho-Zuschauern. Also er hat einfach nur ein Golan kritisiert und... Okay, ich sag ja, also hier zeigt sich's nochmal, konservativ ist für sie rechtsextrem. Das macht für sie keinen Unterschied. Das fanden die nicht so lustig. Aber trotzdem möchte ich Kuchen hier auch nicht verteidigen. Das war eine coole Momentaufnahme, aber auch nicht viel mehr. In einem Statement hat er mir geschrieben, dass er über den Werdegang besorgt war und deswegen aufgeräumt hat, bevor diese Leute zu krass Fuß fassen können. Und im Anbetracht der Bizarro-Welt ist das schon fast respektabel. Er schafft es besser, sich von rechts abzugrenzen als gewisse Linke. Mich wundert es, dass Kuchen.tv hier ein Statement gegeben hat. Wir lesen hier außerdem, dass Kuchen die Problematik versteht, die hinter Woke-Bashing stecken kann. Er weiß, dass das potenziell Leute nach rechts treibt. Er versteht also diese Punkte besser als viele sogenannte Linke, die darin nichts Problematisches feststellen wollen. Und wie schon gesagt, die rechtsextreme Szene sucht über das Woke-Bashing eine Anschlussfähigkeit in den Mainstream. Das ist die Überschneidung. Funkkritik, Transfrauen, das Selbstbestimmungsgesetz, Feminismus, Gendersprache oder generell Leute, die das bestehende System hinterfragen. Das sind so die typischen Neonazi-Themen, die auch Wundfrauen das Selbstbestimmungsgesetz... Ich blende es nochmal ein. Funkkritik, Transfrauen, Selbstbestimmungsgesetz, Feminismus, Gendersprache oder einfach das System zu hinterfragen. Das seien die typischen Neonazi-Themen. Ja, also frag mal jeden Linken. Frag mal jeden Linken, jeden Kommunisten. Was machen die denn? Die hinterfragen das System. So, ja, der letzte Punkt, der ist sowieso am bescheuertsten. Jede Systemkritik wird dann auch noch als rechts geframed. Nehmt auch mal die Punkte, ja, die hier stehen. Das ist einfach Kulturkampf. Also beziehungsweise Funkkritik, okay, Kritik an Öffentlich-Rechtlichen, könnte von links auch häufiger kommen. Machen viele Linke leider nicht. Aber das sind die typischen Neonazi-Themen. Sprich, haltet euch am besten von diesen Themen weg. Haltet euch von den Themen weg, wo wir keine Argumente haben. 80% der deutschen Bevölkerung lehnen die Gendersprache ab. Ja. Ja? Ja, ich weiß nicht, also, guck mal, ich bin jetzt 34. Ja, für mich ist es sowieso schon schwer, Neues zu lernen und jetzt muss ich noch auf meine Sprache achten. Ja, so, ja. Und es gibt auch Sachen, ja. Es gibt auch Sachen, die einfach sinnlos gegendert werden. Ja, also ich verstehe nicht, wie man Anglizismen gendert, ja. Streamer, Creator und so, ja, das ist halt sind Anglizismen, die werden im Englischen nicht so gegendert. Es ist generell eine vollkommene Schnapsidee, dieses Gendern. Das wird sich auch nicht durchsetzen. Wie gesagt, die Mehrheit der Bevölkerung lehnt das ab und sobald die Woke-Hegemonie vorbei ist, ist dieses komische Sprachkonstrukt auch wieder verschwunden. Und soziale Marktwirtschaft schreibt es gerade im Chat. 4 von 5 Treffern, morgen werden dann Führerreden zitiert. Viel Spaß dabei, mein deutscher Kamerad. Feminismus, Gendersprache oder generell Leute, die das bestehende System hinterfragen. Das sind so die typischen Neonazi-Themen, die auch wunderbar im Mainstream funktionieren. Und Zuschauer, die sich in diese Themen festgebissen haben, wie AfD-Abgeordnete in Protestler, die wollen dann mehr davon und gelangen so zu rechtsextremen Kanälen. Ihr müsst verstehen, dass die hart gestörten Sachen so abgefahren sind, dass man sich als Zuschauer in der rechten Szene erstmal akklimatisieren muss. Deshalb suchen die konkret nach Mainstream-Themen. Wir schreiben gerade Leute im Chat, da fehlen doch noch Themen. Nee, sie hat gerade alle Themen, die ihr wichtig sind. Jetzt versucht den Rechten in die Schuhe zu schieben, nach dem Motto, redet nicht mehr über diese Themen, denn dann bedient ihr hier Neonazi-Themen. Darüber dürfen nur Walkies sprechen, alle anderen stehen im latenten Verdacht, Neonazi zu sein. Das war die implizite Drohung von ihr. Und
Influencern, um in den Diskurs zu kommen. Die gewinnen schon ab dem Moment, wenn der Mainstream sie thematisiert. Denn so gelangen sie halt in den Diskurs. Und schon wenn einer von 100 Zuschauern sich dahin verirrt, ist das schon einer zu viel. Das ist dann potenziell eine Person, die wir als Gesellschaft nicht mehr wiederkriegen. Und die Neonazi-Streamer, die haben natürlich... Hä? Der Mensch geht doch der Gesellschaft nicht verloren. Der hat halt eine andere Meinung als du. Ja, man merkt ja schon, was für ein Maß an Feindschaft diese Leute gegenüber politischen Gegnern an den Tag legen. Das ist wild. Wie differenziert man das denn? Was muss denn bei dir im Kopf passieren, dass du so denkst? Also wild. Ich habe gerafft, dass es in der Gesellschaft eine natürliche Blockade gegen Rechtsextremismus gibt. Wenn du zu denen hingehst und sagst, ey, ich finde den Holocaust ganz geil, dann verlierst du diese Leute natürlich direkt. Und um diese Blockade... Das sagt niemand, den sie hier meint. Kein einziges Beispiel aus ihrem Video hat das gesagt. Sie denkt sich hier irgendeinen Schwachsinn aus. Ich denke mir halt auch so, ja, okay, gut, weil ich jetzt Schwierigkeiten mit dem Gendern habe, weil es bei mir einfach nicht so flüssig rauskommt, leugne ich doch nicht den Holocaust. Ja, also da wird mit einem großen, großen Kamm drüber geschert und wahrscheinlich bin ich eh rechts. Das ist aus dieser Szene eine kleine, sehr perfide Gruppe, die ziemlich harmlos wirkt und darauf angesetzt ist, in den Mainstream zu gehen, um dann eine Brücke zu bauen von deren Talking Points zu richtig extremen Talking Points. Und da kommt es den Leuten natürlich sehr gelegen, dass sich der sogenannte SIF, also die schwammige Grenze nach rechts außen, geradezu anbietet, als Steigbügelhalter dienlich zu sein. Und was nebenbei auch hart siffig ist, das sind die sogenannten Männer- und Dating-Coaches, denn die spielen eine noch größere Rolle im Kulturkampf, als ich bisher angenommen habe. Bevor ich das Buch von Tobias Ginsburg gelesen habe, dessen Hobby es ist, sich in rechte Netzwerke zu schleichen, habe ich die Verbindung von Männer-Coaches und der hartrechten Szene nicht in dieser Penetranz gecheckt. Spoiler an die Salami-Baba und White-Fans, der Ginsburg, der pützt das Klo mit wässrigen Tzatziki. Jedenfalls in diesem Buch wird nochmal sehr genau geschildert, wie eine Welle von gekränkten Braundödeln den Kampf gegen Frauen gestartet hat. Das Ding ist halt, dass die rechtsextreme Szene gerafft hat, dass verbitterte Männer das beste Propagandaopfer darstellt. Diese kleinen gebleckpilten Mikrodödel sind wie ein plüschiges Reh im Scheinwerferlicht, was sich absichtlich überfahren lässt. Umgangssprachlich reden wir von Incels, also Männer, die unabsichtlich keine Frauen abkriegen. Und wie Ginsburg oder die Kommentarsektion unter jedem Männercoach vermuten lässt, sind das Personen, die auf der mentalen oder sozialen Ebene ein kleines Problemchen haben. Sie entwickeln dann einen wirklich krassen Hass auf Frauen und ihr Feindbild ist der Feminismus, weil der ist natürlich dafür verantwortlich, dass sie keine Frauen abbekommen. In diesen Ideen werden sie dann nicht bloß bestärkt, nee, es wird ihnen antrainiert, also gegen Geld, versteht sich. Bevor ich mir so einen Coach holen würde, würde ich es nebenbei mit Globo... Ich auch nicht verstehe, diese Coaches, die haben in dem Video an keiner Stelle bisher eine Rolle gespielt und jetzt wirft sie die einfach so ein. Also, nur um noch... Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ja, hat sie nicht irgendwie vorhin was von Derailing erzählt? Das ganze Video besteht aus Derailing. Sie bringt ja kein sachliches Argument. Zu ihrem zentralen Punkt werden wir gleich noch kommen. Wie gesagt, ich hatte im ersten Teil schon vorausgenommen. Ich glaube, der Punkt ist, dass sie anführt, dass Incels, die so gesehenen Incels, so frustriert sind, dass sie sich leicht von einer Ideologie abholen lassen. Ich glaube, das ist der Punkt. Ja, deswegen haben die einen Schnellroder da gerade Oberwasser, weil die so gut Dating-Coaches angeworben haben. Daran wird's liegen. Okay. Keine populine Frau zu finden, besser ist, als Coaches angeht, dass sie sich an den Männern bereichern wollen, das ist ja nichts Neues. Aber dass die hart rechte Propaganda fahren, das sieht man nicht unbedingt auf den ersten Blick. Denn viele dieser Coaches erzählen ihren E-Männchen, dass sie erst eine Frau kriegen können, wenn die Verhältnisse weltweit wieder normal sind. Und mit normal, da meinen sie mindestens konservativ, eher aber antidemokratisch und antifreiheitlich. Und dann kann es natürlich sein, dass du wirklich einfach ein Mann bist. Das soll sie mir bitte belegen. Kann sie nicht. Einfach sie ein Mann bist, der irgendwie beim... Indirekt Maximilian Pützer erwähnt, das ist ein Libertärer. Also viel freiheitlich, also der ist jetzt schon so freiheitlich, dass das ein bisschen absurd wird, aber viel freiheitlicher kannst du eigentlich nicht sein. Wild. Dating Hilfe sucht,
Dating Hilfe sucht und dann kommst du als abgerichteter Nazi-Wuffi wieder raus. Und aus diesen ganzen Gründen bin ich der Meinung, dass du als Influencer die Finger von dieser Bubble lassen solltest, wenn du nicht adäquat damit umgehen kannst. Denn Nazis debunkst du, mit denen sprichst du nicht. Du debunkst sie genau als diesen Abschaum, den sie sind. Genau darum geht es. Ja, ja, du brauchst nicht lachen. Genau darum geht es. Es geht darum, zu sagen, also uns hier zu erpressen, uns zu sagen, entweder ihr zieht einen Cut auf, ihr redet mit diesen Leuten nicht, oder ihr seid genauso schlimm wie so, diese, quasi ihr seid auch Nazis. Also wenn ihr mit einem Schlomo, wenn ihr mit einem Martin Sellner, mit dem ich noch nicht geredet habe, wenn ihr mit einem Schattenmacher, wenn ihr mit einem AfDler, ganz wie gesagt, Schatti und Schlomo sind aus dem AfD-Vorfeld, wenn ihr mit einem AfDler redet, dann seid ihr quasi auch Nazis. Das ist das, was sie hier sagt. Ihr dürft nicht mal mit denen reden, so dämonisch böse sind die. Simple Kontaktschuld. Ja, man, der andere könnte ja ein Argument haben, was stärker ist als die eigenen einstudierten Talking Points. Jeder einzelne Talking Point, den du nicht gleich bloßstellen kannst, ist einer zu viel. Ja, gut, ich hab's vorweggenommen. Ja, da ist es. Also, wenn du dich mit diesen Leuten befassen möchtest, dann mach ein Video darüber und erkundige dich vorher, was Sache ist. Du musst bedenken, dass diese Leute politische Kämpfer sind. Sie wollen nicht deine Meinung hören. Sie wollen ausschließlich ihre Propaganda verteilen. Und wenn du nicht mindestens genauso krass im Thema bist, dann haben diese Leute bei dir nichts verloren. Und ich sag mal so, wenn du mit Leuten auf Kumpel redest, die den Holocaust relativieren wollen und die Gewaltfantasien haben, dann bist du nicht links und sehr wahrscheinlich auch nicht doof. Wer macht das? Bitte belegen. Dann bist du offensichtlich ein rechtes U-Boot. Und wer sich von solchen Leuten... Oh, mal keine Phallus-Anspielung. Bist halt ein U-Boot. ...die sich mit klaren Neonazis und Eugenikern treffen, nicht klar distanziert, ist Teil des Problems. Und wenn ihr jetzt noch immer am Rumeiern seid, so nach dem Motto... Warte mal, wenn ich mich jetzt U-Boot identifiziere... Nee, das Fass machen wir nicht auf, sorry. Die Demokratie ist doch ein Marktplatz verschiedener Ideen und Meinungen. Nee. Denn wenn diese Meinungen in den Mainstream kommen, dann war's das auch mit Meinungsfreiheit. Du kannst ja mal so für dich im Stillen überlegen, wie sich das anfühlt, Teil... Also der Maximilian Pütz, den sie hier canceln will und den sie auch in diese ganz rechte Ecke geschoben hat, der ist übrigens für absolute Meinungsfreiheit. Also wenn jemand, der für absolute Meinungsfreiheit ist, von der Meinungsfreiheit gebraucht wird, dann war's das für die Meinungsfreiheit. Ich lasse das so stehen. Das debunkt sich selbst. Ja. Ja gut, ich frage mich, wie sie dazu gekommen ist, so Aussagen zu treffen, mit wem sie geredet hat, welche Bücher sie gelesen hat. Das würde mich halt wirklich tatsächlich interessieren. Ich würde gerne mal ein Selbstexperiment machen, so mich einfach mit so Leuten unterhalten und einfach mal gucken, was das mit mir macht. Werde ich dann auch Ideologe? Ne? Was passiert da mit mir? Einfach ein Selbstexperiment. Ich glaube, wir sollten Tomatolix mal drauf ansetzen. Kurz mal in den Chat. Bitte seid freundlich zu Stella. Das gleiche gilt auch für die YouTube-Kommentare später. Bitte keine Beleidigung. Ich habe keine Zeit, alle YouTube-Kommentare zu lesen. Entsprechend vertraue ich darauf, dass ihr euch benehmen könnt. Die Leute beim Corona-Widerstand, die schreien jetzt... Genau, dazu sei gesagt, immer noch ein Mensch... Immer noch Recht auf Meinungsfreiheit. Sie kann ihre Meinung haben, wenn das ihre Meinung ist. Ist das okay? Nicht beleidigen, respektvoll miteinander umgehen, ja? Ja, die ganze Zeit, dass wir jetzt alle genau wüssten, wer damals mitgemacht hätte. Und ich habe so das Gefühl, dass man das bei dem heutigen Rechtsruck viel genauer wissen kann. Und wer sich jetzt noch immer nicht sicher ist, ob das jetzt wirklich so ein großes Problem ist, hier, ich habe einen Artikel von der Welt. Ist relativ neu, leider hinter einer Paywall. Die haben mal so ein bisschen geguckt, was Welt? Im rechten Lager zum Thema Euthanasie... Ja, ist der gleiche Schwachsinn, den sie uns vorher schon über Schatti hier erzählt hat. Ich hatte es erläutert, was ihr da ihr zentraler Vorwurf ist, dass sie dieses eine Zitat rausreißen und da... Dann was reininterpretieren, was es nicht aussagen soll. Ja, aber Welt ist doch Springer, oder? Welt ist in allererster Linie Mainstream. Also die sind, was das betrifft, auf ihrer Linie fast. Also wer Welt liest, ist selber schuld. Wie gesagt, das definitiv. Und upsi, da treffen wir auf alte Bekannte vom Agitator. So war's aber auch. Erinnert ihr euch noch an die Sache mit dem Korrektiv, Haus Adlon und den netten AfDlern? Turns out, an dieser Sache ist mehr f***ed up, als wir dachten. Die Geschäftsführerin ist laut dem Artikel eine bekannte Figur in der rechtsextremen Szene. Und was macht die so? Naja, die hält in ihren Räumlichkeiten offenbar öfters fragwürdige Veranstaltungen ab.
So, und diese nette Dame, die gibt Interviews mit einem Neonazi, der auch in einem Talk mit dem Agitator war. Ich glaube, so langsam schließt sich der Kreis. Ich hatte niemals einen Neonazi bei mir zu Gast. Das ist einfach eine dreckige Lüge. Also da... Ich glaube, das kann man bei allem hier über dem Video drüber schreiben. Hat, wenn überhaupt, einen sehr entfernten Bezug zur Realität, beziehungsweise widerspricht der... widerspricht dieser sogar. Das könnte man hier überall drüber schreiben. Ja, wer soll denn dieser Neonazi sein? Sie meint entweder Schatti oder Schlomo. Und ich weiß jetzt nicht... bringt wieder den Satz. Wahrscheinlich meint sie Schatti. Also die Woken, die fahren schon seit einigen... seit einiger Zeit eine Hetzkampagne gegen Schatti. Und sie macht das hier in dem Video auch. Und der Weltartikel, ich nehme mal an, der Autor, der wird diese Walk-Streams gesehen haben. Ansonsten wäre der nicht auf das ganze Material gekommen. Ja, man könnte es ja ganz leicht die Banken. Also sie könnte es ja ganz leicht die Banken. Ne? Die könnte uns ja ganz, die könnte ja dich und Schlomo oder was weiß ich, ganz schnell als Neonazi entlarven, sage ich mal, ja. Könnte man ganz easy innerhalb von 10 Sekunden in das Video packen. Wäre ja nicht schlimm. Aber ist halt nicht passiert. Und dieser Nazi und die Dame, die haben eine Gemeinsamkeit, eine gewisse Leidenschaft für Eugenik. Was ich jetzt schon sehr offensichtlich fand, wurde jetzt also auch noch von der Welt klar herausgearbeitet. Also von dem Typen haben wir jetzt eine Aussage gesehen, mehr geht leider nicht wegen Paywall, aber ich fasse mal zusammen, was diese Dame gesagt haben soll. Die Dame beschwert sich darüber, dass durch die gesunkene Kindersterblichkeit zu... Überspringen wir mal. Die hat damit überhaupt... Also die kenne ich nicht mal. Also das ist eine Dame, die soll Chatti kennen. Anscheinend, angeblich, laut einem Weltartikel. Also Kontakt schon zweiten Grades sind wir jetzt schon angekommen. Vollkommen abstrus. Ja. Ganz ehrlich, macht eine Therapie. Keine Ahnung. Geht man bei der Hunde spazieren. Euch kann man nicht mehr helfen. Mein Rollo. Ja, also vorhin hat sie doch irgendwas von Rabbit Holes gesagt, oder? Ja, es ist unglaublich. Ich habe mit Schattenmacher geredet und Schattenmacher hat angeblich Kontakt zu so einer Frau. Und das ist Kontaktschulzeption. Ja, ja. Wie geil. Wie kommt man denn darauf? Hä, du kannst doch... Das kommt doch täglich vor. Du redest doch mit Leuten, die andere Ansichten haben. Deswegen unterhalten wir uns ja. Wir tauschen Ideen aus. Ja, das heißt aber nicht, dass wir die gleichen Ideen verfolgen oder die gleichen Ideen gleich gut finden. Moment mal, was ich mich an der Stelle frage. Ich habe doch mit Dara geredet. Und ich habe auch mit Schattenmacher geredet. Hat Dara jetzt nicht Kontakt schon zweiten Grades zu Schattenmacher? Ja, Schattenmacher, definitiv. Schattenmacher hat mal mit Höcke geredet. Hat Dara jetzt nicht noch Kontakt schon dritten Grades zu Höcke? Wo wir schon damit anfangen? Ja. Müssten wir nicht erstmal von Dara und Neitan und alle zu kätzen, mit denen ich hier geredet habe? Ja, schon, ja. Ihr merkt, wie absurd das ist. Das ist vollkommen totalitär. Das ist Verhalten, was man von religiösen Fanatikern erwarten würde. Das ist Verhalten, was ich aus der Grundschule kenne. Ja, nee, du spielst mit dem, auf dich habe ich keinen Bock. So, ey, was? Oh, wie gesagt, Mann. Das ist Fanatismus. Wenn ihr das hier im öffentlichen Raum begegnet, ist das nicht mal Grundschule, das ist einfach Fanatismus. Das ist eine abstruse Reinheitslehre, die jeglichen Kontakt zu Personen verhindern will und dann sogar noch so um Ecken so Kontaktschuldvorwürfe aufbaut. Wilder. Dann darf hier gar keiner mehr mit niemandem mehr reden. Dann müssen wir alle bei uns im stillen Kellerchen sitzen, unsere Meinung gegen eine Wand ballern, weil wir dürfen uns mit niemandem unterhalten. Und YouTube-Videos angucken. Und dann kommt es auch noch darauf an, welche YouTube-Videos und Streams du guckst. Absolut absurd. Krass. Ja, absolut. Beef, es geht hier um viel mehr. Ich habe echt überlegt, ob ich es mache, aber ich will euch diese irre Welt im Detail zeigen, damit ihr wisst, auf was wir zusteuern und welchen Leuten hier überhaupt zugearbeitet wird. Da gab es nämlich noch einen Mann in dieser Gesellschaft. Oh und Gott. Was soll ich? Jetzt kommt Kontakt zu dritten Grades. Ich glaube, damit ist das Video erledigt. Also, da gab es noch einen Mann, mit dem hatte diese Frau Kontakt. Und diese Frau, die hatte angeblich Kontakt zu Schatti. Und der Schatti, der hatte Kontakt zum Agitator, also Kontakt zu dritten Grades.
Ihr seid vollkommene Fanatiker. Imp hat das bei sich mal schön herausgearbeitet. Er selbst hat tatsächlich Kontaktschuld vierten Grades zu Wladimir Putin und Kontaktschuld dritten Grades zu Hamas. Oh Mann, das Video wird gerade interessant, lass mal weiter gucken. Nee, ja. Nee, also ich hab das schon gesehen. Jetzt kommt sie noch mit irgendeinem Mann, der Pädophilie gut fand. Der wohl Kontakt zu dieser Frau gehabt haben soll, die wohl Kontakt zu Schnatti gehabt haben soll, der mal bei mir im Stream zu Gast war. Also, oha. Wie kannst du nur, Agi, wie kannst du nur? Was fällt dir ein? Wie kann ich nicht alle Kontakte der mutmaßlichen Kontakte meiner Gesprächspartner durchforsten? Ich es wagen. Katastrophe. Ja, du gehörst gecancelt, definitiv. Das geht zu weit. Wie gesagt, da muss er vor mir gecancelt werden. Der hat Kontakt schon dritten Grades zu Hamas. Also. Oh je. Nee, ich sage, der hat sogar eine wissenschaftliche Organisation gegründet und der möchte gerne Frauen verbieten, überhaupt zur Schule zu gehen, um die Fruchtbarkeitsrate zu erhöhen, weil dumm fickt gut. Und ganz wissenschaftlich. Ey, wieso fällt mir das immer so krass auf? Wieso spricht sie so? Ja, wieso geht's immer ums Poppen, um den Phallus, um die Vulva. Warum? Ich check das nicht, ey. Wissenschaftlich hat er die Lösung zum Thema Pädophilie entdeckt. Und er sagt halt, dass Kinder ja gar nichts merken, wenn man sie vorher betäubt. Ja, okay. Was soll die Aussage? Ich meine, das ist total ekelhaft. Aber warum baut man das jetzt in dem Kontext ein? Zur Diffamierung, zur Diskreditierung. Guck mal, das sind ganz, ganz abartige Leute. Mit denen solltet ihr nichts zu tun haben. Ich meine, wir sind hier bei Kontaktschule dritten Grades mittlerweile angekommen. Beziehungsweise bei Schatti Kontaktschule zweiten Grades. Das sind ihre Vorwürfe. Jo, ne? Ja, okay, jetzt verstehe ich das, warum du gesagt hast, es reicht. Ja, in dem Sinne, würde ich das mal schließen. Nochmal, erkläre, glaube ich, nochmal den zentralen Punkt. Es geht darum, uns zu erpressen. Es geht darum, uns zu sagen, haltet euch von diesen Leuten fern. Wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr quasi so schlimm wie die. Also das sind Rechtsradikale, das sind Nazis. Wie gesagt, jeder, der ein bisschen konservativer ist, wird von diesen Leuten so diffamiert. Aber wenn ihr mit denen Kontakt habt, wenn ihr mit denen redet, wenn ihr mit denen debattiert, sie hat explizit gesagt, Nazis werden nicht, Nazis redet man nicht, Nazis werden debunked. Also hat sie explizit gesagt, mit denen solle man nicht reden. Also, und wenn wir mit denen Debatten führen, dann sind wir quasi so wie die. Das ist die Erpressung, die hier kommt. Entweder wir halten uns von denen fern oder wir werden genauso bekämpft wie sie. Das ist Erpressung. Und das ist es, was ich auch im ersten Teil der Reaktion schon beschrieben habe. Das hat sie hier explizit gesagt. Es geht darum, den gesellschaftlichen Diskurs zu zerstören. Es geht darum, einen Cut-off zu ziehen zu jedem, der etwas zu konservative Ansichten hat. Das ist das Ziel. Ja, aber ist das nicht so eine Zellschlusslogik, weil wenn du aufhörst, mit Leuten zu reden, die etwas konservativer sind oder die du als rechts erachtest, und es gibt nun mal aus dieser Sicht sehr, sehr viele Rechte, dann schnürst du dich doch selbst von der Menschheit ab, von deinem Mitmenschen, von allem um dich herum, schnürst du dich selbst ab, isolierst dich in deiner Kammer. Das ist absolutes Sektenverhalten. Also wenn ich das zu Ende denke und man es schafft, sich wirklich abzuschotten von allem und jedem, der eine andere Meinung ist oder der rechter ist oder konservativer ist. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, es ist, wie gesagt, damit zerstörst du den gesellschaftlichen Diskurs. Darauf wolltest du, glaube ich, hinaus. Damit zerstörst du die Gesellschaft. Also, wie sollen wir eine Gesellschaft sein, wenn wir andere Leute als Feinde betrachten? Dann zerstörst du dich im Endeffekt selber, weil im Endeffekt stirbt ja dein Ideal, deine Ideen sterben dann ja, weil du ja nicht mit anderen redest. Oder? Ja, also verstehst du, worauf ich hinaus will? Also, sie will ja die anderen aus der Gesellschaft ausschließen. Im Endeffekt, sie gehört ja zu einer kleineren Gruppe. Das heißt, sie hungert sich ja selbst. Also dieser Hungerstreik, da wird sie dran verhungern, wenn sie sich selbst abnabelt. Wenn deine Verbündeten die institutionelle Macht haben, dann nicht. Das ist ja gerade der Fall. Ja, okay, daran habe ich nicht gedacht.
Naja, brauchen wir jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich wollte nur nochmal diese Taktik erläutern. Da hatte ich im ersten Teil dieser Reaktion, wo ich mit ihm zusammen darauf reagiert hatte, schon mal vorgegriffen. Es geht darum, uns zu erpressen. Es geht darum, uns zu sagen, mit den ganz, ganz Rechten, mit denen dürft ihr nicht reden. Wenn ihr das trotzdem macht, dann seid ihr wie und dann gehört ihr aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Das ist das Ziel dieses Videos. Hast du noch ein paar abschließende Worte? Folgt bitte eurem Kopf, denkt bitte selbst, habt euer eigenes Weltbild, schaut mit euren eigenen Augen und habt keine Angst davor, eigene Gedanken zu fassen. Wenn ihr etwas nicht wisst, informiert euch von beiden Seiten. Ja, damit bist du eindeutig rechtsradikal. Also anders kann ich es nicht sagen. Ich distanziere mich ganz eindeutig. Ja, ich habe Kontaktschuld zu vierten, fünften Grades zu, was weiß ich wen. Also das ist Kontaktschuld fünften Grades zu Hamas, haben wir ja gerade festgestellt. Also sollte sie sich mal ganz schnell von distanzieren. Ich distanziere mich von mir selbst. Der Einzige, mit dem ich kuscheln will, ist Dara. Ich glaube, damit schließen wir das Gespräch.